Willkommen auf money.de. Sie sind es gewohnt, dass an dieser Stelle ein Finanzexperte zu den aktuell relevanten Themen an den Finanzmärkten Stellung bezieht. Künftig sollen aus aktuellem Anlass in einem money.de-Spezial mehrere Finanzexperten zu ein und demselben Thema zu Wort kommen. Heute das Thema Coronavirus. Wir setzen seit mehr als 40 Jahren Maßstäbe in der Vermögensverwaltung und im Fondsmanagement. DJE Capital AG. Die Fondsmesse in Mannheim ist alljährlich Ende Januar ein wichtiger Treffpunkt für Fondsmanager, Vermögensverwalter, Vermögensberater und Analysten. Die Grundstimmung war diesmal sehr positiv, von Nervosität keine Spur. Das könnte sich bald ändern, wenn nämlich die Auswirkungen des Coronavirus weltweit spürbar werden. Unsere Experten nehmen Stellung. Ich denke, dass die Auswirkung aktuell vom Markt unterschätzt wird. Wir haben hier auch während des Fondskongresses einige Dialoge geführt, unter anderem auch mit Finanzberatern, die Unternehmer beraten. Und diese Unternehmer sind tatsächlich produktiv vor Ort in China unterwegs. Nur, das ist ganz klar, die produzieren zurzeit gar nichts mehr. Man muss sich das mal einfach vor Augen führen, dass es keine Flüge von Lufthansa nach China oder von China nach Deutschland mehr gibt. Die British Airways hat ihren Dienst eingestellt und die Unternehmer sagen, die Schiffe verlassen den Hafen nicht mehr, es kommen auch keine Schiffe mehr an, es wird nicht be- und entladen, es findet keine Wirtschaftsaktivität statt, die Menschen sind zu Hause, es wird nichts mehr produziert. Aber die Löhne müssen bezahlt werden und die Zinsen. Und natürlich bedeutet das, dass wir dort einen Hänger haben. Das ist eben typischerweise so, dass wir einen kurvenartigen Verlauf haben, Exponentialfunktion dieser Viren. Und dann flacht sich das auch wieder ab. Man kann das messen, man kann es modellieren. Und was ich als glaubwürdige Quelle sehe, ist so, dass man davon ausgehen muss, dass uns vielleicht noch bis April oder sogar Mai beschäftigt, bevor wir den Peak hinter uns haben. Und es kann sein, dass ein Quartal an Wirtschaftsleistung sehr gebremst sein wird. Und China ist nun mal weltwirtschaftlich so ein Powerplayer. Wenn es dort nicht gut läuft, hat das dramatische Auswirkungen auch im Rest der Welt. Und das glaube ich nicht, dass das schon in den Kursen drin ist. Und deswegen haben wir etwas unsere Aktienquote reduziert durch ein paar Verkäufe von Einzeltiteln, ein paar Large Caps, zum Beispiel Alibaba oder auch Novo Nordisk haben wir verkauft. Und wir haben aber dann gemerkt, wir wollen noch defensiver sein. Ich fahre aktuell durch verschiedene Hedges. Unter anderem haben wir den Eurostoxx Future verkauft und auch in der Nasdaq und in S&P 500 uns abgesichert. Eine Aktienquote von nur noch 5%. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass wir ein Korrekturpotenzial haben, wo es sinnvoll ist, eine solche Versicherung aufzunehmen und sich eben vor entsprechenden stärkeren Einbrüchen auch zu schützen. Es kann sein, dass noch 5% schon Schluss ist. Es kann sich aber auch ausweiten. Und die Wahrscheinlichkeit erscheint mir so hoch, dass ein defensives Vorgehen ratsam ist. Es liegt auch daran, dass wir auf diesem Fondskongress merken, dass nicht allzu viele Menschen das schon so in ihren Planungen aufgenommen haben und sich bewusst sind, dass das tatsächlich schlimmer werden kann als die sehr hoffnungsvollen Nachrichten, die vielleicht sogar manipulativ in China auf uns einströmen. Eine meiner Quellen hat mir auch mitgeteilt, dass dieser Virus schon seit November unterwegs ist, dass die echten Zahlen in China, das ist ein Honorarprofessor, der früher in China selber dort ausgebildet hat und gelehrt hat, und seine ehemaligen Professorenkollegen haben ihnen das gesagt, dass über 100.000 Menschen jetzt schon angesteckt sind und dass sehr viele Menschen eben mit diesem in dieser Wanderbewegung auch zum Neujahrsfest eben unterwegs waren und eventuell einige mehr davon schon diesen Virus hatten und er sich auch weiter in anderen Ländern ausbreiten kann. Und aus dem Grund haben wir dort uns jetzt für eine sehr defensive Herangehensweise aktuell entschieden, obwohl ja eigentlich die Fed nach wie vor das Geld druckt und uns gar nicht so bange ist über den Rest des Jahres. Es kann nämlich durchaus sein, dass all diese positiven Elemente dann, weil dann auch in China wieder Geld gedruckt werden muss, weil Fiskalprogramme kommen, die Antwort wird mehr Schulden sein und mehr staatliche Maßnahmen, dass wir dann eben wiederum in Q2 oder Ende Q2 den nächsten Schritt nach vorne gehen und uns in Richtung Crack-Up-Boom, also eine boomartige Entwicklung für die Aktienmärkte, an denen viel zu wenig Menschen immer noch nicht partizipieren, weiter voranschreiten.
Also das ganze Jahr schreibe ich nicht ab, aber wir sind zurzeit aktuell in Q1 und Richtung Q2 hin defensiv positioniert. Ich halte den Coronavirus für ein großes Problem. Jede Epidemie beschleunigt sich erstmal, bevor sie zu einem Ende kommt. Und wir haben erst am Anfang der Beschleunigungskurve. Und ich glaube, dass die Kapitalmärkte unterschätzen, wie gravierend der Eingriff ist, weil nämlich der Handelsverkehr, der Warenverkehr, der Personenverkehr wahrscheinlich zeitweise zum Erliegen kommt. Das kostet in der Wirtschaft einfach Bruttosozialprodukt. Gleichzeitig geht eine Epidemie auch immer vorbei. Das heißt, ich vermute, im halben Jahr ist das Thema ausgestanden, wahrscheinlich mit höheren Kosten, als wir heute glauben. Aber es wird dann auch vorbei sein und das Problem wird gelöst sein. Und meine Wahrnehmung des Ganzen ist, ich werde wahrscheinlich einen Vergleich anstellen mit dem SARS-Virus damals. Wie lange hat das gedauert? Wann war der Tiefpunkt? War der nach 2 Monaten, nach 3 Monaten, nach 4 Monaten? Um in diesem Zeitpunkt dann wieder in die Märkte hineinzugehen und dann den zu erwartenden Aufschwung wieder mitzunehmen. Jetzt gebe ich eines zu bedenken. Der SARS-Virus ereignete sich zu einem Zeitpunkt, da war der Anteil der chinesischen Wirtschaft am Bruttosozialprodukt weltweit ungefähr 4%. Heute sind wir bei vielleicht 15, 16 oder vielleicht sogar 17%. Das heißt, auch in der Relation könnte sich das doch sehr viel stärker auswirken als damals 2004. Ist das eine richtige Überlegung? Ja, es gibt verschiedene Aspekte dabei. Erstmal, die Virenbekämpfung oder die Epidemiebekämpfung ist besser geworden in den letzten Jahren. Die Chinesen wissen, dass sie besser reporten müssen. Die WHO ist besser vorbereitet. Die Analyse des Virus ist schneller gegangen. Das heißt, wir sind medizintechnisch derzeit besser dran. Die Sterblichkeit des neuen Virus ist wahrscheinlich etwa ein Drittel die von dem Coronavirus, von dem SARS-Virus, bei 2-3%, also weniger gravierend. Der Anteil der Provinz Hubei, also wo Wuhan liegt, ist etwa 4% der chinesischen Volkswirtschaft. Das ist also auch begrenzt vom Umfang, sodass sich also der Effekt, dass China im Gesamten bedeutsamer geworden ist, sich nivelliert angesichts der drei Faktoren, die dagegen halten. Also Veränderungen haben sich nicht ergeben, schlicht und ergreifend, weil ich denke, dass das kein Einflussfaktor von Dauer sein wird. Es ist ein Einflussfaktor, der im Moment die Kurse drückt, weil die Börse natürlich auf die wirtschaftlichen Dinge schaut, dass da im Zweifelsfall menschlich ganz dramatische Sachen da sind, ist absolut unstreitig. Aber die Börse schaut natürlich auf die wirtschaftlichen Dinge und danach kann man dann eben sich darauf einstellen, das ist ein Einflussfaktor, aber es ist eben ein zeitlich begrenzter Einflussfaktor. Wie lange das dauern wird, weiß ich auch nicht. Es wird da ja gern der Vergleich zu SARS gemacht. Und dann können wir darüber sprechen, dass das vielleicht 3 Monate oder 4 Monate entsprechend sein wird. Wir hoffen natürlich alle, dass da nicht zu viele Menschenleben dann auch nochmal Auswirkungen da das haben wird. Aber wir müssen es natürlich mit einkalkulieren. Wie gesagt, die Börse schaut auf die wirtschaftliche Entwicklung und wenn wir uns das anschauen, dass also der Reiseverkehr deutlich zurückgekommen ist, auch die Produktionswege, da wirkt sich das ja eben alles schon sehr stark aus in unserer vernetzten Welt. Also das hat dann Auswirkungen, aber noch einmal, ich sehe das als Anlass für die Börsenreaktion, die wir haben. Die Börse war sowieso überkauft. Es war zu viel Optimismus nach verschiedenen Indikatoren mit dabei. Nun ist das der Anlass, an dem die Börse sich orientiert. Aber eine Neuorientierung sollte nicht stattfinden. Wie gesagt, ich hatte sowieso erwartet, dass wir eine schwächere Phase haben, dass wir eine Gewinnmitnahme haben. Die laufen jetzt im Moment gerade. Aber das sollte dann eher als Einstiegskurs dann eben gewertet werden. Denn irgendwann wird die Sache auch überstanden sein. Schwer zu sagen, weil man von der medizinischen Seite nicht genau weiß, wirklich wie die Ansteckgefahr ist zum Beispiel. Und man sagt ja auch zum Teil, dass in China wesentlich größere Mengen bereits infiziert sind, als offiziell zugegeben wird. Also da tappt man etwas im Dunkeln. Andererseits muss man wieder sagen, jeden Winter sterben in Deutschland etwa 35.000 Menschen an der Grippe. Also eine Summe, die wesentlich höher ist, als was bisher dort im Raum steht in China. Andererseits fragt man sich, wie ist die Reaktion der Wirtschaft auf so etwas? Wenn natürlich alle Räder stillstehen und 50 Millionen oder mehr in China in Quarantäne kommen und die entsprechenden Firmen stillstehen, ihre Lieferungen nach Europa nicht fortführen können, das kann natürlich dann enorme Auswirkungen haben, obwohl es eigentlich im Ursprung nun nicht so eine Riesensache ist, nicht? Es gab ja auch schon die spanische Grippe damals,
damals nach dem Ersten Weltkrieg, wo wirklich Millionen gestorben sind. Aber auch wenn hier am Schluss gar nicht die Sterberate so hoch ist, bei dem SARS-Virus waren es glaube ich 800, dann sind doch die wirtschaftlichen Auswirkungen einfach, weil die Wirtschaftsteilnehmer entsprechend reagieren, unter Umständen gravierend. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das chinesische Wirtschaftswachstum dadurch 1% tiefer liegen wird als bisher angenommen. Und man weiß ja auch nicht, wie lange die Sache dauert. Also eine gewisse Unsicherheit ist dies zweifellos für die Börse. Werden Sie als Manager, als Fondsmanager oder derjenige, der das Investment für DJE letztendlich auch mitverantwortet, deswegen strategisch sich jetzt anders aufstellen, also defensiver gehen zum Beispiel? Ja, so in einzelnen Branchen natürlich schon, die hier stärker betroffen sind. Aber genau genommen hatte ich schon etwas vorsichtiger disponiert und Barreserven aufgebaut vorher, bevor der Ausbruch war. Nicht, weil ich es geahnt habe, sondern weil die Markttechnik eben recht ungünstig zuletzt war. Also es gab so viele Optimisten wie seit 2 Jahren nicht mehr. Also die Optimismuszahlen und die markttechnische Überreizung also hat mich sehr erinnert an den Januar 2018. Und danach gab es ja doch erstmal einige Monate eine gewisse Abschwächung an den Weltbörsen. Und etwas Ähnliches könnte ich mir auch jetzt vorstellen. Ich meine, ich sehe keine Bears, auch deshalb, weil die amerikanische Notenbank klar aufdreht und sehr viel Liquidität zur Verfügung stellt. Im schlimmsten Falle haben wir also einen kleineren Dip von 5 bis maximal 10%. Vielleicht haben wir auch nur einfach eine Pause, eine Seitwärtsbewegung. Aber dass der Virus oder die Markttechnik im Moment belastet, könnte ich mir schon vorstellen. Und bleiben Sie vom Grundsatz her optimistisch auch für dieses Jahr? Ich glaube schon, ja. Man ist vielleicht nicht der übliche Saisonverlauf, den ich fürs letzte Jahr angekündigt hatte. Da habe ich gesagt, das geht wahrscheinlich relativ klassisch bis April hoch, dann Sell in May, dann im Sommer eher Belastungen und bis in den Herbst hinein und dann gegen viertes Quartal wieder eine optimistische, aufwärtsgerichtete Börse. Das ist der klassische Verlauf, den werden wir wahrscheinlich diesmal nicht haben. Ähnlich wie 2018, da war das auch nicht der Fall. Aber es wird trotzdem, glaube ich, keine Bässe geben und nachdem wir eben diese Konsolidierung irgendwie ausgestanden haben auf die eine oder andere Art und Weise, glaube ich, müsste es im zweiten Halbjahr wieder aufwärts gehen. Also es ist schwer zu timen, diesmal wegen der Unsicherheiten über den Virus und die Ausbreitung und die wirtschaftliche Reaktion vor allen Dingen. Aber ich glaube, dass das im Endeffekt überkompensiert werden wird von einer expansiven amerikanischen Notenbank. Natürlich wichtig, dass sie das tut, aber sie hat es bisher eigentlich nur fürs erste Quartal angekündigt, expansiv Liquidität zur Verfügung stellen zu sein. Aber ich denke, im Wahljahr werden die Amerikaner doch mit überraschend positiver, expansiver Geldpolitik da am Markt sein. Und aus der Sicht bin ich eigentlich fürs ganze Jahr dann doch positiv.